Die Mitglieder der Barleber Foto AG haben in den zurückliegenden Monaten ihre Arbeit intensiviert und bereiten sich mit speziellen Aufgaben auf die regelmäßigen Treffen vor. Im Treffen am 19. Juli ging es darum, einmal Makrofotografie zu versuchen. Makro bedeutet, dass der abgebildete Gegenstand schon auf dem Negativ, heutzutage auf dem Sensor, schon größer abgebildet ist, als er in Wirklichkeit ist. Dafür gibt es spezielle Objektive oder entsprechendes Makrozubehör. So ist Makrofotografie dann doch recht aufwendig umzusetzen. Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Vorbereitung auf die diesjährige Ausstellung, die am 12. September im MGZ Barleben eröffnet werden soll. Diesmal ist das Thema unser schönes Sachsen-Anhalt und damit nicht jeder das Brezziner Wehr, Wernigerode, Schloss Leitzgau, den Naumburger Dom oder den Wörlitzer Park fotografiert, will man die vorgeschlagenen Motive vorher miteinander abstimmen. Bis zur Ausstellung sind es aber nur noch wenige Wochen und es gibt noch einiges zu tun und bestimmt wird noch bis September der Auslöser der Kameras oft genug gedrückt.